gucken, was mit Maria passiert. Oder mit der Frau da. Das Wasser ist heute sehr ruhig, nicht wahr? Ja. Ja! Mhm. Warum bist du hier? Der Park hat so eine beruhigende Wirkung. Auf gewisse Weise fühle ich mich hier geborgen. Ja, nee, ich nicht. So, als würden alle meine gleich Probleme kommen die Monster von links, von rechts, von oben, von unten. Und ich könnte um Vergebung bitten für meine Taten. In der Stadt gibt es nicht viele solcher Orte. Mhm. Wie heißt du? Wie heiß ich? Wie heißt du denn? Ich... hab's vergessen. Kannst nicht lesen, weil meine Flipszahl oben drüber flackert. Schön. Das ist gar nicht lustig. Also Doch. Das ist jetzt ganz romantisch und schön und niedlich. Oh. Meine Mutter gab mir den Namen Sophie. Hallo Sophie. Sophie. Hallo, ich bin die Sophie. Das ist ein sehr schöner Name. Ich weiß. Ach, Phil. Wieso bist du hier? So ganz allein, meine ich. Ich bin so einsam und ich suche einen Partner zum Geschlechtsverkehr. Also zwei Frauen. Ist egal. Ich bin so verzweifelt, ich bin immer eine Frau. Wünschst du dir das nicht auch, nicht mehr allein zu sein? Nur ja. Sind jetzt alle verschwunden. Wie, die sind alle verschwunden? Die hat sie gegessen. Die hat sie alle gegessen. Ja. Ich hab so gern Leute in mir. Der Saal wird völlig leer sein. Aber man wird sehr traurig darüber sein, dass... konnte ich nicht mehr lesen. Ich hab so hart dafür trainiert. Ich kann Mama doch nicht enttäuschen. Nee. Du bist so ein richtiger Stimmungsbanause. Weißt du, warum alle weg sind? Warum? Ich bin mir nicht sicher. Ja, vielleicht, weil ich doof bin. Aber vielleicht, ja. Vielleicht ist es ja sein Wille. Jetzt glauben sie ja auch noch an Gott. Das ist ja super. Das finde ich ja klasse. Und vielleicht ist es unsere Strafe und der Preis, den wir zahlen müssen. Das Gedonner kommt einfach nur zu geil. Das passt einfach nur hier rein. Das ist Judith, unglaublich. Wie wäre es, wenn du... Ich meine, könntest du nicht vielleicht zu meinem Auftritt da sein? Gerne. Ich werde da sein. Oh, ist ja irgendwas Cooles soll jetzt mal passieren. Welche Monster oder so. Ist ja voll langweilig. Irgendwas Cooles. Ja, Monster da, oder so. Da ist noch etwas, was ich dir sagen muss. Na, was denn? Ich bin lesbisch. Phil! Was? Es geht um deine Mutter. Was? Die war auch lesbisch. Was ist denn mit ihr? Also wirklich. Sie ist im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Sie hat sich beim Masturbieren den Finger gebrochen. Okay, das reicht. Er hat dir etwas angetan. Was? Wer? Der Vater? Vielleicht? Das weißt du doch. Er, der Teufel. das ist strange. Und gleich kommt der olle Teddy mit Messer in der Hand. Mama... Also, dann würde ich sagen, auf, ab ins Krankenhaus. Meinst du, dass du da hin musst? Ich denke mal, Sekunde. Krankenhaus. Naja.
Du musst wahrscheinlich wieder zurück in die Stadt und gucken, ob da irgendwo Krankenhaus ist, ne? Ja. Warum spielst du denn so ein Spiel wie dieses, wenn du sowas nicht willst? Ne? Ja. Nee. Weil keiner in den Dschungel gelaufen ist, um sie gerade zu biegen. So flach dieser Witz. Ja? Oh, hab ich... Okay. Spiel abgestürzt. Yeah, Spiel durch. Cutscene, oder? Was passiert da? Kommt irgendein Loch in der Wand, ne? Was ist das? Kommt da was raus oder ist das Loch einfach nur entstanden? Ja, dreh um und guck, was da aus dem Loch rausgekommen ist, Mensch. Oh, warte, was ist das? Blut? Ich seh das nicht, was ist da? Von einem Teddybär. Schon.